Zeit schien der Hunger aus Mittel- und Südeuropa weitgehend verschwunden zu sein. Doch durch die drakonischen Sparmaßnahmen, die die EU und der IWF Griechenland auferlegt haben, kehrt dort inzwischen der Hunger zurück. Laut der Nachrichtenagentur ANA gibt die griechische Regierung an zahlreichen Schulen Lebensmittelcoupons aus, weil immer öfter Schüler wegen Nahrungsmangel ohnmächtig werden. Tausende von Menschen sind auf Lebensmittelhilfen, unter anderem der Organisation Ärzte der Welt, angewiesen. Ärzte der Welt berichtet auch, dass Patienten in Krankenhäusern Spritzen und elementares Gerät selbst mitbringen müssen, weil sie sonst nicht mehr versorgt werden können. Unser Gast im Studio ist nun Harald Schumann. Harald Schumann ist Journalist beim Berliner Tagesspiegel und Autor verschiedener Bücher, darunter Die Globalisierungsfalle und Der globale Countdown, Gerechtigkeit oder Selbstzerstörung. Harald Schumann, die Politik der Bundesregierung in der Eurokrise gerät im Ausland zunehmend in die Kritik. Einseitiges Sparen, das sagt sogar der US-Milliardär George Soros, würde die Krise nur verschärfen und ähnlich wie nach 1929 in eine Depression führen. Wie beurteilen Sie die Griechenland- und Europolitik der EU und speziell auch der Regierung Merkel? Sie ist kurzsichtig, ökonomisch falsch und politisch zynisch. Ein ohnehin überschuldetes Land wie Griechenland kann sich unmöglich aus einer Überschuldung heraussparen. Weil in dem Maße, wie die Sparmaßnahmen das Wirtschaftsgeschehen ausbremsen, die Steuereinnahmen noch schneller sinken, als die Regierung sparen kann. Das haben wir die letzten 2 Jahre gesehen. Und zynisch ist diese Fehlentwicklung. Man kann ja am Anfang überzeugt gewesen sein, dass es funktioniert. Aber inzwischen wissen wir, dass es nicht funktioniert. Trotzdem ist am Grundsatz in dieser Politik nichts geändert worden. Bis heute gibt es kein Investitionsprogramm für Griechenland, um überhaupt die notwendigsten Investitionen wieder in Gang zu bringen, um das wirtschaftliche Geschehen in dem Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Insofern halte ich das für verheerend. Hinzu kommt, richtig ist, dass der Lebensstandard in Griechenland auf ein Niveau gestiegen war, was durch die produktive Basis im Land nicht gedeckt war. Das war ein Riesenfehler. Und dafür verantwortlich sind natürlich auch die vorangegangenen griechischen Regierungen. Aber alle anderen europäischen Regierungen sind mitverantwortlich. Und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens haben sie alle Warnzeichen, die es frühzeitig gab, über eine sich anbahnende Überschuldung in Griechenland verstreichen lassen, ohne Konsequenzen zu ziehen. Sie haben es zum Beispiel sogar zugelassen, dass die griechische Regierung mit Hilfe von Goldman Sachs Währungsswap-Geschäfte gemacht hat, mit denen das Ausmaß der Verschuldung getarnt wurde. An die Europäische Statistikagentur wurden Angaben zu diesem Geschäft übermittelt und trotzdem keine Konsequenzen gezogen. Also es ist nicht so, dass das unbekannt war. Weiterhin, dadurch, dass Griechenland im großen Stil Schulden finanziert, Importe gekauft und konsumiert oder verbraucht hat, haben natürlich alle anderen europäischen Länder an der griechischen Misere über viele Jahre auch gut verdient. Allen voran deutsche Konzerne und allen voran Rüstungskonzerne aus Deutschland und Frankreich. Griechenland hat über Jahre ein Rüstungsprogramm verfolgt, was sich das Volk nie leisten konnte, zu keinem Zeitpunkt. Das ging ja sogar so weit, dass im ersten Krisenjahr die Bundesregierung noch darauf gedrängt hat, dass eine Option auf ein weiteres deutsches U-Boot tatsächlich gezeichnet wurde und damit noch mal 1 Milliarde zusätzlich Schulden gemacht wurden. Insofern, die Eurozonenländer tragen gemeinsam Verantwortung für die Misere in Griechenland. Darum ist es im hohen Maße ungerecht, die Folgen davon nun allein von den Griechen ausbaden zu lassen. Und es ist vor allem auch innerhalb Griechenlands ungerecht. Es ist nicht so, dass Griechenland per se ein bettelarmes Land sei. Es gibt dort sehr viele, sehr reiche Menschen, die praktisch nie irgendwelche Steuern gezahlt haben. Darum wäre es zum Beispiel richtig gewesen, dass als die Krise gestartet ist, dass man sofort Kapitalverkehrskontrollen verhängt, um weitere Kapitalflucht aus dem Land zu verhindern. Genau das ist aber nicht geschehen, sondern man hat 2 Jahre tatenlos zugesehen, wie der bessergestellte Teil der griechischen Bevölkerung seine Ersparnisse ins Ausland verlagert hat, sodass jetzt eben auch die griechischen Banken praktisch keine oder nicht mehr ausreichend Einlagen haben und nun gestützt werden müssen. Von dem jüngsten Hilfspaket, von den 130 Milliarden, müssen allein 50 Milliarden jetzt aufgewandt werden, um das griechische Bankensystem am Leben zu halten. Davon fließt nicht ein einziger Cent irgendwie in die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Jetzt kann man natürlich fragen, was wäre denn die Alternative für ein so überschuldetes Land? Und den ersten Schritt, das muss man zugestehen, sind sie gegangen, nämlich Entschuldung. Das Schlimme ist nur, dass diese jetzt erfolgende Entschuldung einen viel zu kleinen Teil der Schulden betrifft, nämlich nur ein Drittel der Gesamtschulden.
erlassen wird und dass von dem Gewinn, den Griechenland von dieser Entschuldung hat, der allergrößte Teil doch wieder nur darauf verwandt wird, die weiteren künftigen Tilgungs- und Zinszahlungen zu sichern und dass es kein Investitionsprogramm gibt. Es gibt keine ausreichenden Gelder, um auch nur den griechischen Staatsapparat wieder vernünftig ans Laufen zu bringen und die Steuerverwaltung ordentlich auszurüsten. Für all das ist kein Geld da. Darum ist es eigentlich unverantwortlich, was da geschieht. Und ich prophezeie, am Ende wird es für uns, auch für uns Deutsche, wird diese falsche Politik wesentlich teurer werden, als wenn man von Anfang an im großen Stil Entschuldung betrieben hätte, weil wir können uns ja gar nicht leisten, dass wir am Rande Europas so eine Art gescheiterten Staat haben. Wir werden natürlich Griechenland und den Griechen helfen müssen und werden überweisen müssen und werden humanitäre Hilfe leisten müssen, wenn die Ausbreitung von Not und Hunger so weitergeht. Und das für über viele Jahre. Es wäre viel besser gewesen, man hätte von Anfang an eine große Entschuldung betrieben auf Kosten der damals noch rein privaten Gläubiger und hätte dann gesagt, okay, das ist jetzt passiert, aber jetzt investieren wir und bauen den griechischen Staat um und die griechische Wirtschaft. Die Stimmen mehren sich, die einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone fordern. Was halten Sie davon und was wären die Folgen? Das liegt ökonomisch erstmal nahe, weil es würde den Griechen die Möglichkeit geben, ihre eigene Währung abzuwerten und dadurch würden sie international wieder wettbewerbsfähig. Das Problem in Griechenland ist aber, dass die Exportbasis des Landes so gering ist, dass die daraus resultierenden Gewinne, wenn man so will, volkswirtschaftlichen Gewinne, vermutlich kleiner wären als die Schäden, die mit der Einführung einer neuen Währung verbunden sind. Sie dürfen ja nicht vergessen, an dem Tag, wo die griechische Regierung beschließt, wir treten aus dem Euro raus, findet ein gigantischer Bankrun statt. Also alle Menschen werden versuchen, so schnell wie möglich ihr Geld abzuheben. Quasi in derselben Stunde wird das griechische Zahlungssystem zusammenbrechen. Außerdem werden zumindest für eine gewisse Zeit, bis man nämlich weiß, wie viel die neue Währung, wie viel die Drachme dann in Euro wert ist, werden keinerlei Importfinanzierungen mehr möglich sein. Das heißt, über kurz oder lang bricht die Energieversorgung, die Stromversorgung, der öffentliche Verkehr, überhaupt der gesamte Verkehr zusammen, weil die Brennstoffe nicht mehr bezahlt werden können. Das heißt, wir haben für eine längere Phase von mehreren Monaten kriegen wir ein wirtschaftliches Chaos in Griechenland. Das zu verantworten, glaube ich, niemand bereit und in der Lage ist. Deswegen würde ich von all denjenigen, die sagen, Griechenland möge doch bitte schön austreten aus der Eurozone, verlangen, dass sie einen konkreten Plan vorlegen, wie der Übergang organisiert werden soll. Den habe ich bisher noch nicht gesehen. Wie sieht es Ich muss aber zustimmen, grundsätzlich ist es volkswirtschaftlich nicht falsch, weil Griechenland in seiner heutigen Verfassung tatsächlich nicht in die Eurozone passt. Was wären die Folgen für andere Länder, Italien, Spanien, wenn Griechenland austritt oder einen Bankrott durchmacht? Die Folgen werden, glaube ich, eher gering. Also Griechenland kann man wirklich nicht mit Spanien und Italien in einen Topf werfen. Spanien und Italien haben eine breite industrielle Basis, haben große Reserven, haben gigantische Geldvermögen auch im Land. Also die italienischen Geldvermögen sind in absoluten Zahlen größer als die deutschen. Aber trotzdem wurde spekuliert gegen Italien oder die Zinsen sind in die Höhe geschossen. Weil sozusagen das Vertrauen in dass die italienische Regierung in der Lage ist, ihren wachsenden Schuldenberg dauerhaft sinnvoll zu managen. Das Vertrauen war weg und damit fiel auch das Vertrauen in die italienischen Banken. Dadurch haben viele andere Banken Anlagen in Italien abgezogen und dadurch konnten auch die Italiener selber oder die italienischen Banken selber ihrem Staat weniger Geld leihen und dadurch stiegen die Zinsen. Also es war im Wesentlichen ein Phänomen des Vertrauensverlustes, was aber inzwischen schon weitgehend wieder aufgefangen ist. Also darum... Ich glaube nicht, dass die Folgen besonders hart wären, wenn Griechenland aus der Eurozone austreten würde, dass es dann in den anderen Euro-Staaten so furchtbare Folgen haben würde. Es hätte in Griechenland furchtbare Folgen. Und dieses Risiko einzugehen, könnten, glaube ich, allenfalls die Griechen selber verantworten. Aber das sollte man auf gar keinen Fall von außen nahelegen. Und wenn sie die Entscheidung treffen, dann sollte man ihnen Hilfestellung leisten, den Übergang zu organisieren. Und das wird auf jeden Fall teuer.